Hallo zu einem neuen Fashion-Video. Ich freue mich unglaublich, dass wir wieder sowas machen können jetzt. Es hat lange gedauert, aber ich hatte richtig Spaß zu drehen. Und schaut euch das an. Wir sprechen heute mal über die Frühlingstrends. Dieses Jahr, nach 2 Jahren Pandemie, wird der kommende Frühling und Sommer richtig bunt. Ich habe mich komplett davon anstecken lassen und führe euch jetzt so ein bisschen durch mein Video. Es wird bunt, es wird fröhlich, wir können wieder raus, die Masken sind zum Teil jetzt wieder weg, ja, also wir können uns hier komplett ausleben und das habe ich getan. Ich blende euch wie immer alles ein, auch unterm Video findet ihr die Kleidungsstücke verlinkt, sofern es die noch gibt, aber das sollte der Fall sein. Hier seht ihr schon mal links eine wunderschöne pinke Jacke, ein pinker Mantel von Mango und man sieht überall grün, orange, pink. Kombiniert mit neutralen Farben. Es darf auffällig werden, es darf laut werden. Und das ist ja genau meins. Ich liebe diese Sachen. Ich liebe es, mich diesen Frühling da auszutoben. Ja, und das habe ich hier bei Schuhmücke gefunden. Das sind ja Teile aus der Karl Lagerfeld Kollektion. Davon gefallen mir tatsächlich einige. Aber wir gucken mal, was angesagt ist. Zuerst einmal Puffärmel, Rüschen und Gesmoktes. Sieht man hier aus dem Hause H&M, habe ich mir ein paar Teile bestellt mit großem Ausschnitt. Leider rutschen die Ärmel bei mir ein bisschen, aber ich denke, bei manchen ist das vielleicht sogar gewollt. Ich könnte das sogar so tragen, obwohl ich nicht so der Bauchfrei-Typ bin, trage ich das mit meiner Hose von New Yorker und den Deichmann Sneakers. Ich finde, klein geblümt steht fast jeder Frau da draußen. Es ist ein unauffälliges, kleines Blümchenmuster, wie ich es liebe. Dazu eine derbe Tasche, geflochtene Pantoletten. Wieder ein Riesenthema diesen Sommer. Hatten wir schon letztes Jahr und die sind neu. Die habe ich auch von H&M. Waren, glaube ich, nur 25 Euro. Und das Ganze jetzt mal mit einer weißen Jeans kombiniert. Besser gesagt, das ist mehr so eine Jeggings. Die habe ich noch aus dem letzten Jahr. Und das sieht doch schon mal richtig schön sommerlich aus. Ja. Nütfarbene Pantoletten hatte ich auch noch keine, deswegen habe ich die mir geholt und behalte sie auch. Hier nochmal was aus Baumwolle, auch ein gesmoktes Oberteil, wunderbare Baumwolle, gefällt mir noch besser als das erste, mit einem kleinen Schößchen, das können wir auch gut tragen, selbst die Mädels Ü30, Ü40, gar kein Problem. Es zeigt keinen Bauch und trotzdem folgt der aktuellen Mode, die ja im Oberteil sehr kurz ist. Also man sieht überall kürzere Oberteile. Eine schöne Korbtasche dazu, betont nochmal das mediterrane Feeling, eine Blue Jeans und ihr seid angezogen. Selbstverständlich geht hier auch eine weiße Hose oder eine beige Hose. Ich könnte mir aber auch eine pinke Hose dazu vorstellen. Dazu kommen wir gleich noch und die Pantoletten habe ich mir auch neu gekauft. Gepaart mit etwas bunten Taschen, die habe ich ja schon vom letzten Jahr. Die Miu ist das links. Ja, und die passen natürlich super zu der jetzigen Frühlingsmode. Wobei ich sagen muss, bunte Taschen sind auch ein Riesenthema. Das Gesmokte begleitet uns bis in die Kleiderabteilung, wobei ich mir noch nicht ganz sicher bin, ob dieses Kleid, obwohl es die richtige Länge hat, endet an der schmalsten Stelle vom Knöchel, ob dieses Kleid nicht zu sehr nach Nachthemd aussieht. Das müsst ihr mir mal unten in die Kommentare schreiben, also ich würde mich sehr drüber freuen. Es ist ein bisschen durchsichtig, also für alle, die da Angst haben, einfach ein kurzes Unterkleid anziehen, kann ich euch mal unten verlinken. Da hatte ich mir letztes Jahr eins von Amazon bestellt oder zumindest einen Unterrock. Ja, da gibt es so hautfarbene Unterröcke. Mit diesen Pantoletten finde ich das sehr, sehr schön. Eine schöne Korbtasche, eine Strandtasche dazu und Puffärmel auch wieder ganz groß. Die haben eine tolle Länge. Die Ärmel sind nicht zu kurz und nicht zu lang. Man kann die so ein bisschen auf seine Länge drapieren, wo man das haben will. Ja, und da kommen wir zu meinem Lieblingsthema Seide im Frühling. Seide, Leinen und Co. Diese Bluse habe ich mir letztes Jahr bei Lilly Silk bestellt. Vielleicht habt ihr das Video gesehen, falls nicht, verlinke ich es euch nochmal oben rechts in die Ecke. Das war das Video nachhaltige Sommer-Must-Haves und auch in diesem Jahr habe ich mir wieder was bei Lilly Silk ausgesucht. Lilly Silk hat eine wahnsinnig breite Produktpalette an Seidenprodukten. Egal, ob das Blusen sind, ob das Hosen sind, Pyjamas sehen wir auch gleich noch. Die haben eine riesengroße Auswahl, schön alles übersichtlich auf der Seite sortiert, nach Bestseller, nach Schlafsachen. Es gibt Bettwäsche, es gibt Haartools aus Seide.
Damit gehen natürlich eure Haare auch weniger kaputt, als wenn ihr herkömmliche Produkte aus Baumwolle benutzt, aber dazu kommen wir gleich noch. Es ist wunderbar verpackt. Ich liebe die Verpackung von Lily Silk. Es kommt so wunderschön eingepackt. Ihr seht es hier, jedes Teil ist liebevoll einzeln verpackt. Gleich seht ihr das auch angezogen. Ich habe mich heute für eine Bluse in Himmelblau entschieden aus Maulbeerseide. Das ist die höchste Qualität von Seide. Zu den Vorteilen kommen wir gleich noch. Tobt euch da mal auf der Seite aus. Ich habe selbstverständlich wieder einen Rabattcode für euch mit 15%. Kati15 müsstet ihr dann eingeben. Und es gibt sogar 20% Rabatt, wenn ihr auf einen Bestellwert von 200 US-Dollar kommt. Die Lieferung ist frei Haus. Ihr habt natürlich selbstverständlich ein Rückgaberecht. Und ich liebe die Produkte aus dem Hause Lily Silk. Aber nicht nur Schlafanzüge und Kleidung, sondern eben auch Kissenbezüge. Und hier seht ihr den mal, den ich mir auch wieder bestellt habe. Den hatte ich mir letztes Jahr schon kommen lassen. Hier seht ihr das, den habe ich vor 2-3 Tagen dann auch ausgepackt, damit ich was zum Wechseln habe. Wundervoll, das ist gegen Falten. Ihr habt dann kein Problem mehr. Es ist hautregulierend, temperaturregulierend. Es sind kleine Kärtchen dabei, aber das erzähle ich euch gleich nochmal. Jetzt kommen wir zu der Bluse. Natürlich, man sollte die Sachen schön bügeln vorher. Auf geringster Hitze bitte. Seide ist sehr temperaturempfindlich. Aber ihr habt hiermit ein angenehmes Tragegefühl, einen natürlichen Glanz. Es ist schnell trocknend, geringes Gewicht. Es ist enorm reißfest und selbstverständlich allergikerfreundlich. Mit Seide seid ihr immer luxuriös angezogen. Schaut euch bitte mal die verdeckte Knopfleiste an. Ich habe mir dieses Jahr die Größe L bestellt. Für Referenz, ich bin 1,65 Meter und 59 Kilo. Letztes Jahr hatte ich Größe M, aber Größe L passt mir besser. Ich liebe es, wenn die Sachen so ein bisschen oversized sind. Und das ist einfach perfekt für mich. Blau ist auch ein Farbton, der meinem Hautton sehr schmeichelt. Ich bin ja der kühle Winter. Alle Mädels mit starken Kontrasten in Haut und Haar können wunderbar kräftige Farben tragen. Dunkelblau, hellblau, rosa, alles was richtig kräftig ist. Violett und die Farbpalette bei Lily Silk ist enorm. Da könnt ihr euch wirklich was Schönes raussuchen. Es sind bezahlbare Teile. Es ist eine erschwingliche Seide und trotzdem höchste Qualitätsstandards. So eine Bluse würde ich jetzt mit einer weißen Jeans kombinieren und mit schwarzen Pantoletten. Die gibt es dieses Jahr auch wieder aus dem Hause H&M. Eine schöne Tasche dazu, da könnt ihr euch austoben. Erlaubt ist, was gefällt, und ich liebe einfach das luxuriöse Gefühl von Seide auf meiner Haut. Das ist wärmend, aber auch kühlend im Sommer. Also je nachdem, was gerade gebraucht wird, das ist wirklich was ganz Tolles. Man sollte sich das wirklich selber gönnen. Alle Teile sind sogar auf 30 Grad waschbar. Müsst ihr gar keine Angst haben. Und so eine Bluse kann man sportlich casual zum Beispiel stylen oder eben auch sportlich elegant. So wie ich das hier mache. Die Hose ist aktuell aus dem Hause H&M. Und die Seidenbluse könnt ihr selbstverständlich auch zu Leinenhosen anziehen. Das ist die aus dem letzten Jahr. Vielleicht kennt ihr die noch. Und jetzt kommen wir zu einem anderen Thema, zum Thema Leinen. Leinen ist nach wie vor das zweite Lieblingsstück, was ich den ganzen Sommer trage, weil es fast die gleichen Eigenschaften hat wie Seide. Es ist auch ein Naturprodukt. Und es ist biologisch abbaubar, es trägt sich wundervoll, ist ebenfalls temperaturregulierend und man kann es auf so viele Arten stylen. Hier seht ihr das mit der kurzen Hose aus Leinen. Die weiße Bluse gerade hatte ich mir im letzten Jahr gekauft und dieses Jahr ist noch die in Hautfarben dazugekommen oder in Beige. Das ist ein ganz helles Beige, kann man wunderbar kombinieren mit knalligen Farben der Saison. Zum Beispiel mit dieser Hose von H&M in Knallpink. Die kommt eigentlich jetzt im Film gar nicht so knallig pink rüber, wie sie eigentlich ist. Wer das ein bisschen neutraler kombinieren will, der macht es so wie ich. Bluse und Schuhe in der gleichen Farbe. Die Tasche könnte jetzt auch schwarz sein. Vergesst nicht die Drei-Farben-Regel. Ja, mit drei Farben im Outfit sieht immer schön aus. Jetzt sind es hier im Moment nur zwei, aber man könnte auch drei Farben nehmen. Diese Leinenbluse könnt ihr natürlich auch anders kombinieren, ja, mit einer anderen Hose. Außerdem liebe ich diese Saison wieder diese Rip-Shirts von H&M. Auch die trage ich sportlich,
im sportlichen Style, auch mit dieser pinken Hose. Die ist mega bequem, hat einen Gummibund hinten. Das heißt, die sollte wirklich vielen Mädels sehr gut passen. Die macht keinen komischen Unterbauch. Also ich zeige das manchmal auch von der Seite. Hier sieht man das mit Taschen und 19,99 Euro kostet die, meine ich. Richtig genial und diese Henley-Shirts sind diese Saison auch ganz groß. Hier sehen wir nochmal die nütfarbene Leinenbluse mit einer Baumwollstrickjacke. Auch Baumwolle ist etwas, was ich sehr, sehr gerne anziehe. Nach wie vor zarte Sorbetfarben sind diesen Frühling angesagt. Egal ob Pastell oder so, wie man es hier sieht, in so ganz zartem Zitronengelb. Und das kann man auch perfekt mit Nichtfarben oder neutralen Tönen wie Weiß, Hellblau oder sowas kombinieren. Auch diese beige Bluse oder eben Hellblau. Hier seht ihr mal eine hellblaue Leinenbluse mit ganz eleganten Jogpants, obwohl die waren richtig günstig. Die haben so einen Seidenglanz, ist aber keine Seide in dem Fall. Die sind auch von H&M. Und dazu eine schöne sonnengelbe Handtasche, easy fürs Fahrrad, sportlich, mit einer Sonnenbrille könnte ich mir es gut vorstellen. Hut auf und ihr seid fertig. Ja, man sieht viele bunte Leinenblusen auch beim Mango derzeit. Ich verlinke euch alles nochmal unten, dann findet ihr die Teile einfach schneller. Aber auch diese seidige Jogpants von H&M, man kann die so schön kombinieren. Hier mal ein Farbbeispiel, wie ihr so ein taubfarbenes, eine taubfarbene Hose kombinieren könnt. Mit Rosé, mit Taub, Helltaub. Ja, also eure Fantasie sind da wirklich keine Grenzen gesetzt. So, jetzt habe ich noch eine Leinenhose gekauft, die ist einfach nur fantastisch. Von der Passform, die hat oben dieses Bändchen, das heißt, man kann sie regulieren. Die Länge ist nicht zu lang für mich, 1,65 bin ich. Coole Pantoletten dazu, die sind auch wieder ganz angesagt in diesem Flechtmuster dieses Jahr. Man sieht es überall und ich liebe es, mit einem hellblauen Leinenhemd zu kombinieren. Hier geht aber selbstverständlich auch ein Seidenhemd, ja, oder eine Seidenbluse dazu. Kombiniert bitte unterschiedliche Materialien. Das macht das Outfit immer noch ein bisschen spannender. Ja, ich bleibe in den hellen Farben, auch im Frühling. Mir gefällt es einfach. Aber wenn ihr dabei seid und tragt lieber schwarz, ja, weil schwarz natürlich auch ein paar Pfunde kaschiert, dann für die kräftigeren Mädels gern auch ein Leinenkleid. Hatten wir letztes Jahr auch schon dabei. Das ist aber aktuell auch von H&M. Wunderbare Passformen, Größen und alles verlinke ich euch unterm Video. In Klammern seht ihr immer, welche Größe ich trage. Ja, weil bei manchen Oversize-Größen sollte man wirklich darauf achten, einfach dann S zu nehmen, sonst wird das zu groß. Also H&M schneidet auch seine Steppwesten unheimlich groß. Da reicht bei Oversize bei mir selbst S. Und hier seht ihr das mit den beigen Pantoletten dazu, Hütchen auf und schon seid ihr fertig für den Strandtag. Wunderbarer Leinenstoff. Ich liebe Leinen als alleiniger Stoff oder auch als Leinenmix. Hier habe ich noch ein kurzes Kleid für euch. Das ist aus einem festen Baumwollstoff. Geht bis kurz übers Knie. Wundervoll. Ich bin begeistert. Ich habe nichts zu meckern. Das ist ein sehr stark raschelnder Baumwollstoff. Ich liebe das. Der ist wirklich sehr fest. Nicht so lapperig und nicht durchsichtig, ganz, ganz wichtig. Ich trage dazu diese geflochtenen Pantoletten, die liebe ich seit letztem Jahr. Schön, dass es sie dieses Jahr auch wieder gibt. Eine schöne Handtasche dazu und ihr seid ready to go, egal ob in die Eisdiele oder, ja, keine Ahnung, zum Strand, zum Shoppen, was auch immer. Ein weiterer Riesentrend dieses Jahr sind wieder Tweedjacken und das ist genau meins und dieses Jahr habe ich mich auch ausgetobt. Ich habe mir zwei Tweedjacken von Mango gekauft und zwar die rechte, die schwarze und die mit den vielen Farben. Das heißt, ihr seid hier völlig frei in den Kombinationsmöglichkeiten. Ihr könnt hier helle Hosen dazu anziehen, dunkelgrüne, braune, schwarze, weiße, hellblau. Es sind so viele Farben in dieser Jacke drin, dass ihr wirklich fast alles dazu kombinieren könnt. Das ist ein richtiger Allrounder. Also Tweedjacken gehen auch nicht aus der Mode, denke ich. Dann gibt es wunderschöne Farbtöne in Bläsern. Da habe ich mir hier diesen geholt. Der ist ein wunderschön zarter Fliederton. Flieder ist auch ein Riesenthema dieses Jahr. Nicht umsonst ist die Farbe Very Perry vom Pantone-Institut dieses Jahr als Farbe des Jahres ausgewählt worden. Und natürlich gehören für mich dann auch alle Abstufungen dazu. Das ist so ein schöner Fliederton.
Und hier sehen wir ein ganz helles Flieder mit goldenen, naja, es sind fast schon roségoldene Knöpfe. Also ihr könnt dazu Silber sowie auch goldene Accessoires tragen. Und ich finde, eine schöne gelbe Tasche passt auch perfekt dazu. Diesen Mantel habe ich mir auch gekauft im Februar. Der hat einen hohen Wollanteil, ist also gerade jetzt für die Übergangszeit prima. Der ist sogar jetzt reduziert mit Gürtel, damit ihr immer noch eine Taille zaubert. Und ja, was soll ich sagen? Ich liebe diesen Mantel. Der hat auch für mich, ich bin ja jetzt nicht so groß, auch nicht klein, ich bin halt Durchschnitt und hat genau die richtige Länge, ohne dass er mich gestaucht aussehen lässt. Hier nochmal ein Beispiel zur Farbe Grün. Diese Bluse habe ich mir auch von Mango geholt. Das war schon im Winter, ich glaube im Januar, Februar, eine ganz easy peasy zu kombinierende Bluse. Man kann die mit schwarzen Jeans kombinieren oder sommerlich, frühlingshaft mit weißen, mit hellen Hosen, mit beige, mit weiß. Alles passt. Ihr könnt hier auch orange dazu kombinieren. Alles ist erlaubt. So, und jetzt würde ich sagen, das Video ist schon wieder zu Ende. Viel zu schnell. Ich hatte Riesenspaß, das wieder abzudrehen. Es war aber auch eine Menge Arbeit. Deswegen würde ich mich sehr über eure Kommentare unter dem Video freuen. Welchen Frühlingstrend macht ihr dieses Jahr mit und welchen nicht? Ich möchte auch wieder mehr Videos dazu machen. Vielen Dank fürs Reinschalten und ich hoffe, ich konnte euch ein kleines bisschen inspirieren. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. In diesem Sinne, macht's gut und viel Spaß beim Shoppen!